Mit gerade einmal 19 Jahren repräsentiert Juan Bernat die erfolgreiche Jugendarbeit von Valencia. Der Mittelfeldspieler kam mit 7 Jahren nach Paterna und stach mit seinen Leistungen in allen Nachwuchskategorien des Vereins hervor. Am zweiten Spieltag der letzten Saison gab er sein La Liga-Debüt gegen Racing Santander und war für 10 Spiele in La Liga, Copa del Rey und der Europäischen Liga im Einsatz. Bernat ist offensiver Mittelfeldspieler am linken Flügel, kann aber auch auf der rechten Seite spielen. Mit seinem Tempo und seiner Intensität, die er am Spielfeld zeigt, unterstützt er die Verteidigung und schießt Tore im Angriff. Das sind Tugenden, die im Mestalla geschätzt werden. Der ehemalige Trainer Mauricio Pellegrino hat Bernat vom ersten Tag an viel Vertrauen entgegengebracht. Das junge Talent bedankte sich mit einer Reihe von eindrucksvollen Leistungen. Aber nachdem der argentinische Trainer entlassen wurde, saß Bernat 2 Monate lang auf der Bank und bekam die Härte im Profifußball deutlich zu spüren. Ernesto Valverde hat dem jungen Spieler erst gegen Malaga Vertrauen entgegengebracht. Seine erfolgreichen Leistungen haben das Interesse von zahlreichen anderen Clubs wie Rayo, Real Sociedad und Deportivo geweckt. Aber mit seinem langfristigen Vertrag bei Valencia ist Juan Bernat an den Verein gebunden. Mittlerweile bekommt er immer öfter Einsätze und sammelt Spielminuten. Grund dafür war auch der Weggang des ehemaligen linken Flügelspielers Pablo Hernandez. Er ist Europameister mit der spanischen U19-Mannschaft und ein Juwel aus den Nachwuchskategorien von Valencia. Sein Einsatz und seine Qualität, Fußball zu spielen, sind Garantien für die Zukunft von Valencia.